Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute nicht nur Lotto gespielt. Kennt ihr wahrscheinlich alle hier. Leider nichts gewonnen, heiße 7. Ich brauchte eine 7 und ich hätte. Und der Höchstgewinn wäre auf jeden Fall 15.000 Euro. Ist aber auch egal. Es geht mir heute in diesem Video eigentlich nur heute um euch, meine Abonnenten, oder besser gesagt, meine Zuschauer. Und zwar hat doch jeder irgendwann mal den Tag erlebt, als er seinen YouTube-Namen oder seinen YouTube-Kanal erstellt hat. Meiner war im Jahr 2012. 2012 habe ich meinen YouTube-Kanal erstellt und auf jeden Fall war das ein sehr wichtiger Tag in meinem Leben, weil YouTube ist für mich ein tolles und schönes Hobby und ich habe wirklich viel erlebt. Sehr viel erlebt auf meinem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall war alles 2012. Ich habe an der Berufsschule, ich war noch Azubi, Auszubildender, meine Noten waren schlecht, ich hatte kaum Geld in der Ausbildung und ich habe einfach mal gedacht, hey, ich mache jetzt mal einen YouTube-Kanal und mach mal ein paar Videos. Und das habe ich auch gemacht. Mir wurden ein paar Suchbegriffe empfohlen. Ich wollte erst irgendwas mit YouTube Gamescom nehmen. Das ging natürlich nicht. Das war natürlich irgendwie, ging irgendwie nicht. Keine Ahnung, man konnte, glaube ich, nichts mit YouTube machen. Geht automatisch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann der junge Zocker genommen. Und ja, ich finde, der Name passt zu mir, der junge Zocker. Ich bin zwar nicht mehr jung, ihr seht das, ich bin schon relativ alt. Ich werde nächstes Jahr am 8. Januar 23 und ja. Ja, so ging die Zeit vorbei. Ich habe Real-Life-Videos gemacht. Ich habe mit meinem Handy Let's Plays gemacht, indem ich einfach auf den Bildschirm gezoomt habe und dann, ja, moin Leute, was geht? Ja, jetzt spielen wir ein bisschen GTA, Gay Tony und so weiter. Solche Sachen. Das habe ich gemacht und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich hier. Jetzt schaue ich hier euch zu oder ihr schaut mir zu und ich habe meinen Gesellenbrief in der Tasche, der liegt da hinten. Den könnte ich jetzt holen, aber ich bin ein bisschen zu faul, um ihn zu holen. Werde ihn aber auf jeden Fall mal vielleicht zeigen. Mein Gesellenbrief ist nichts Besonderes, halt einfach so ein Brief. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe und bin froh, dass ich kein Berichtsheft mehr schreiben muss, aber das ist ja völlig egal. Vielen Dank für fast 3000 Abonnenten. Machen wir mal ein bisschen Mucke hier, geht ja nicht. Fast 3000 Abonnenten, das ist ja sehr viel. Und ich freue mich mega. Wenn ich 3000 Abonnenten habe, werde ich auf jeden Fall ein Spezial machen. Und fast 1 Million Klicks. 1 Million. 1 Million. Das ist ganz schön viel. Boah, kann ich immer noch nicht glauben, wenn da bei der junge Zocker steht 1 Million. Ne? 1 Million. 1 Million! Ihr verdammten Hater! Ich habe 1 Million Klicks! Das werde ich dann sagen, weil es viele gegeben hat, die mich fertig gemacht haben, die nicht gesagt haben, die gesagt haben: Oh, der junge Zocker, du wirst niemals 100 Abonnenten bekommen. Du wirst niemals 100 Abonnenten bekommen. Und jetzt habe ich fast 3000 Abonnenten. Sag niemals nie, wenn dich irgendjemand, ob das jetzt ein Hater ist oder was weiß ich, jemand sagt: Du schaffst das nicht. Aus dir wird nichts. Dann musst du aufstehen, kämpfen und dann wird aus dir was. Dann wird aus dir was. Gut, mein Geld ist weg, aber egal. Sorry, aber ich habe überall Mückenstiche. Hier, 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 hier unten, hier, hier, hier. Ich muss mich die ganze Zeit kratzen, weil hier in diesem Raum fühlen sich die Mücken noch relativ wohl. Draußen ist es nämlich wirklich arschkalt und würden die jetzt nach draußen schwirren, würden die abkratzen, weil es so kalt ist. Naja, egal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Jürgens kommt auf der PlayStation 4, der AK, der junge Zocker. Bis dann und ciao.